der DFI Cup 2013. Das waren sportliche Höchstleistungen mit grandiosen Torszenen, zufriedene Sponsoren, jede Menge Action, kleine Unfälle, Emotionen und kulinarische Highlights. Einfach lecker. Und natürlich großartige Mannschaften. Das deutsche Fußballinternat durfte Red Bull Salzburg, Greuther Fürth, 1860 Rosenheim, Jahn Regensburg, den FC Ingolstadt, die Spielvereinigung Unterhaching und den FC Bayern München begrüßen. Bei mir steht Mike Langenhorn, der Trainer der U13 des DFI. Wie ist denn da bei diesem Teilnehmerfeld die Erwartungshaltung? Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Jungs ganz, ganz viel Spaß haben. Perfekte Bedingungen, perfektes Wetter, perfekte Gegner. Und ich erwarte aber, dass sie richtig Gas geben, dass sie beißen, kratzen bis zum Schluss, 20 Minuten lang. Und dass sie die Fans einfach hinter sich bringen. Das ist meine Erwartung. Fast 250 Fans sind gekommen und im ersten Spiel musste das DFI gegen die Jungs der Spielvereinigung Greuther Fürth ran. Das DFI in den weißen Trikots kommt richtig gut in das Turnier. Von Respekt oder gar Angst vor dem großen Namen war nichts zu sehen. Zweikampfstark die Defensive des Teams von Mike Blankenhorn und immer wieder auch schnelles Umschalten. Die größte Chance hat Moritz Ertl nach einer Ecke von Tion Thaler. Gutes Timing beim Kopfball, klasse Bewegung zum Ball, aber am Ende fehlen Zentimeter zur Führung. Das DFI hat danach noch weitere Chancen, es bleibt aber beim 0:0. Ein guter Auftakt in das Turnier. Im zweiten Spiel wartet wieder ein großer Name. Dass das junge DFI sich mit dieser Mannschaft messen darf, bedarf eigentlich nicht vieler Worte. Außer vielleicht ein Traum. Wieder kann die Mannschaft des DFI beeindrucken und dann passiert's. Finn Moder erzielt das 1:0. Kurz danach hat Tion Thaler sogar die Chance zu erhöhen. Unser Torschütze, der Spieler mit der Nummer 7, Tion! 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 Die Mauer stand viel zu weit rechts und ich habe ein bisschen Zeit verzögert und dann habe ich gesehen, dass die Mauer dann einfach weiter zu rechts auf der rechten Seite stand. Und dann habe ich ihn einfach geschaut, wo der Torwart steht. Der steht auch in der langen Ecke, weil er die Mauer natürlich in der kurzen Ecke gestellt hat. Und da habe ich ihn einfach voll drauf gezogen, ein bisschen auch gezirkelt und ins kurze Eck. Ja. 2:0 Sieg gegen den Jahn und jetzt der FC Bayern München. Champions League Sieger, deutscher Meister, DFB Pokalsieger und Gast beim DFI Cup. Es gibt nichts Leichteres als so ein Spiel. Und jetzt geht es einfach nur noch eins. Rausgehen, Fußball spielen, kämpfen 20 Minuten. Heute Abend soll euch alles wehtun. Und dann ist es wunderbar. Geht zum Ball. Und raus, komm, Moritz Steiner. Komm, gut so. Komm, komm, komm. Und jetzt ist er weg. Die Forderung des Trainers wird umgesetzt. Die DFI-Truppe in Blau kämpft und rackert. Noah Meyer im Tor präsentiert sich gewohnt souverän. Hey,
dicke Überraschung beim DFB Cup 2013. Jetzt das DFB Mannschaft auf der rechten Seite Tio Thaler, der den Ball behauptet. Aber es gibt Freistoß für den Bayern. Aber auch der ist nicht drin. 0:0, das gute Endergebnis für das DFI. Das DFI ist im Halbfinale. Womit Red Bull Salzburg eine der wohl besten Jugendmannschaften Europas wartet. Die Einstellung stimmt. Kampfbetont startet die Partie. Der Druck von Red Bull in Blau wird aber immer größer. Lauert auf Konter. Setzt den Unterzahl hinten. Einschussmöglichkeit und Neumeier ist da, macht schon für euch. Und da ist der Treffer gefallen. Die Gäste aus Salzburg sind es, die in Führung gehen. Nicolas Seibald, Nummer 4. Kurze Zeit später fällt auch noch das 2:0. Ein gerechtes Endergebnis, das trotzdem nicht für schlechte Laune sorgt. Denn das DFI hat gezeigt, man kann mithalten. DFI. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie gut die Nerven der Jungs noch sind nach diesem langen Turniertag. Im Spiel um Platz 3 gegen Greuther Fürth muss das Penaltyschießen entscheiden. Samuel Gassner verschießt. Jonas Schröder kann danach parieren. Finn Modler verwandelt. Aber Tian Thaler scheitert. Beim letzten Schuss gibt Jonas Schröder noch einmal alles, ist aber chancenlos. Ihr habt sensationell gespielt. Wir sind alle, das gesamte DFI, egal wer, ob Schüler, Trainer, Betreuer, Lehrer, sind alle stolz auf euch. Und ihr könnt stolz auf euch sein. Im Finale treffen 1860 Rosenheim und Red Bull Salzburg aufeinander. Eine Partie, die durch eine Szene entschieden wird. '60 Rosenheim siegt verdient beim DFI Cup 2013 und das komplette DFI-Team gratuliert dazu ganz herzlich. Auf ein neues im kommenden Jahr.